Moin, kommt zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. So. Sollten wir uns trotzdem. Macht mit Azuras Stern? Aber wie ist das nur möglich? Haben wir von ihr bekommen? Wir durften ihn behalten. Wir haben so als ein oder andere Artefakt dabei oder generell irgendwo rumliegen bei in einem unserer Häuser. Was braucht ihr? Hat nichts, danke der Nachfrage. So, jetzt heißt es, wir dürfen einmal komplett bis nach da oben gehen. Haben wir die Quest überhaupt angenommen? Ah. Ah, befreie Kutscher. Ich kann euch zu. Das ist einer dieser kaiserlichen Gelehrten, oder? Ein alter Mann mit einer grauen Robe? Ja. Könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier draußen schon genug Sorgen, mir meinen Lebensunterhalt zu sichern. Da kann ich euch nicht helfen, mein Freund. Vielleicht. Ah, richtig. Jetzt erinnere ich mich an euren Mottenpriester. Er wollte, dass ich ihn nach Drachenbrügge bringe, aber ich sagte ihm, dass ich dort nicht anhalte. Also, Okay. Blätter in solchen Farben habe ich noch nie gesehen. Hast du noch nie den Herbst bzw. Riftung gesehen? Warst du noch nie in dem Teil von Himmelsrand? Nee, sorry, gerade nicht. Okay, das heißt, wir müssen nach Drachenbrügge. Drachenbrügge ist halt da. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rum und gehen über Ibers. Da. Ah, wir müssen durch Riftern durch, wir müssen die andere Seite raus. Komm, Serana. Warum rennen wir euch den Umweg hier? Grilka, könnt ihr Stiefel reparieren? Leder? Wenn sie gepanzert sind, solltet ihr mit Balimund im versenkten Kauf Hammer reden. Und Verkauf edler Das ist stark. Oh. Gute Get Was? Gute Getränk? Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was macht ihr da so? Met holen? Kämpfen. Unter anderem. Wird nicht fürs Rumstehen bezahlt werden. Gut, wir könnten einmal wieder über Helgen gehen. Den Weg gehen wir gefühlt so häufig. Deswegen würde ich sagen, gehen wir über Iverstadt. Komm, Serana. Ich hoffe auch ein paar schöne Dialoge. Und nicht. Oh, eine Zwergenruine, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich würde mich echt mal interessieren, wie lange Serana jetzt da unten war. Und wie alt sie eigentlich ist. Weil du bist, glaube ich, der älteste Charakter, der mir so zumindest einfällt, in Himmelsrand, der. Das ist, glaube ich, Eleven. Oder. Halt, Talmor. Weil die kommt ja, taucht ja auch schon in Elder Scrolls Online auf, was ja 1000 Jahre vor Skyrim spielt. In der.
Das wird euch eine Lehre sein. Eine Lehre euch das sein werden. Was? Sprechen lernen, ich habe bei Yoda. Nee. Och. Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Was kommt jetzt friedlich mit? Ja. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Guten Tag. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Was? Was? Oh, ja. Ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn das versteht, die was ich meine. Person ist. Ihr braucht. Guten Tag. Immer ein bisschen die Person auf den Nerven gehen, weil sie immer die falsche ansprechen. Ja. Komm, Serana. Das Lagerspur. Mal gucken, von den Drachenkultisten oder von den Drachenblutkultisten da noch auftauchen. Femora, Argonia, Nord. Sturmmittel eher schwierig, aber vielleicht noch ein paar Dings hier. Ein paar Palmor. Oder Diebe. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Ha, was für ein Feigling. Hat sich. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich habe außerdem die falsche Taste gedrückt. Egal. Ups. Das wird euch eine Lehre sein. Gerade geh weg, bitte. Ja, ne? Fuß, Bruder! Alter. Oh, danke. So geht's auch. Bist du durch? Egal, denn liegt hier irgendwas, egal. Wir sprechen an, wir sprechen Dieb an, was passiert? Taucht ein Dieb auf, danke. Danke dafür. Serana, bitte paar mit dir, ein bisschen mehr sprechen. Ich will ein paar mehr Dialoge hören. Ja? Es würde mich echt mal interessieren, wie alt Serana eigentlich ist. Palmor. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten. Ich bin ein Statthalter der Talmor in Wicht. Wir sind Sondergesandt. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Bruder!
Alter. Die letzte von denen, ne? Hä? Ah, sieht man, egal. So, kommen Sie, Rana. Dann gehen wir jetzt hier erstmal Richtung Iberstadt. Oh, ist das schön, ey. Über die beiden Folgen werde ich vermutlich, ich weiß gar nicht, die werden einfach beide vermutlich am selben Tag kriegen, weil die hätten schon die letzten Tage rauskommen sollen, weil ich wieder ein bisschen Verzug bin. Weil ich jetzt schon ein flexibler aufnehmen sollen, weil ich jetzt 5 Tage nicht da war. Deswegen. Und deswegen lieber ich das immer nach. Und ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir hinkriegen. Weil wir jetzt die ganze Zeit mit dem Tempo rumrennen, nicht viele. Aber ich werde ein paar Dialoge von Serana hören. Hier, guck mal, Serana, hier ist eine Nordruine. Wir? Beeindruckend, das muss ich zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr stark genug dafür sein würdet. Ihr wisst möglicherweise, dass Molag Bal der wahre Ursprung des Vampirismus ist. Aber ihr wisst bestimmt noch nicht, dass er seinen überzeugtesten Anhängern dieses Geschenk noch immer verleiht. Das ist keine verwässerte Kinderkraft, die ihr von einem anderen Vampir bekommt. Wir sind Geschöpfe reinen Blutes, Vampire des Ursprungs. Wir haben es uns verdient. Okay. Wie ist auch Kinder von Kalthaufen? Oh, ist das schön. Das ist hier eine Festung. Oh. Ebenso, Uskal. Lydia. Du hast auch schon bist auch schon relativ weit gekommen. Was benötigt ihr, mein Tane? Gerade nicht. Dann treffen wir einfach Lydia. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ich weiß, Lydia. Wir sehen uns dann zu Hause. Gute Reise. Falls du uns suchst, wir gehen erst nach Iberstadt. Iberstadt und dann geht's nach Drachenbrügge. So. Da ist einfach fucking Lydia unterwegs. Oh ja, 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 ja. Oh mein Gott, oh ja, 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 ja. Sie kämpft mit! Sie kämpft mit, jawohl! Eben jetzt durch. Ja, es war aber mit. Da fällt niemand auf.
Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ich weiß, Lydia. Wir sehen uns später nochmal. Oder in ein paar Wochen vermutlich. Zur Hilfe werde ich definitiv Serana nehmen. Für das DLC. Danach können wir wieder. Ach komm, wir begleiten sie nochmal. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja. Wäre auch ein schönes Thumbnail gewesen, zu dritt. Okay, wir müssen Lydia folgen. Lydia geht auch Richtung Riverstadt. Oh, ist das schön, ey. Dazu. Oh, ich hab Bock, einfach so eine Special-Folge, einfach nur so durch Himmel dran zu gehen. Lydia? Welchen Bogen hast du überhaupt? Drachenknochen? Dethrisch? Nee, Dethrisch ist nicht. Zwergbogen? Woher seid ihr gekommen? Los, Ruder! So, Lydia. Da vorne. Oh. Hier vorne ist ja irgendwo schon die Kreuzung. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ehre sei mit euch, mein Huskarl. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Die Ehre ist ganz meinerseits. Komm, Lydia. Ah, hast das Kreuzritterschild auch dabei? Jetzt hast du langsam deine richtige Ausrüstung. Bloß, dass du deine Standard-Stahlrüstung wieder anhast, statt deiner absolut deutlich besseren dätrischen Rüstung. Oh, ist einfach schön. Ich hätte wirklich mal voll Bock, einfach so Skyrim zu nehmen. Bloß alle, irgendwie Befehl einzugeben, alle Tiere ignorieren uns. Und einfach so durch die Gegend zu gehen. Einfach Controller schnappen und einfach so loslaufen. Vielleicht ein bisschen schneller, aber. Ne, Serana? Auch wenn die Folge ein bisschen länger geht, aber das genehme ich mir nochmal. So, jetzt bist du Abzweig über Stadt. Bevor es dann der Weg wird Lydia trennt und wir dann Richtung Dings gehen. Richtung Überstadt und sie Richtung Helgen. Und danach geht's. Ich weiß nicht, ob sie Falkering geht oder Weißlauf.
Also entweder willst du den Helgen dann sich Richtung Falkenring schlagen oder Richtung Falkenring gehen oder halt gegen Richtung Weißlauf. Beziehungsweise Flusswald erstmal. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ich weiß, Lydia. Dann wünsche ich dir gute Reise. Und wir sehen uns. So. Jetzt kommen auf Serana aktuell keine Dialoge. Aber je nachdem, wie lange, weil die ja mehrere Jahrhunderte. Da eingesperrt war. Der fällt mir auf. Moment mal. Der hat ja den großen. Der hatte die Auseinandersetzung mit Almeri dominieren nicht mitbekommen. Sie hat. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Ich weiß. Um Säbel. Wie heißt. Heiß. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporschreitet. Nein, bleib stehen! Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Stopp! Ihr Ivarstadt? Ja. Gewillen, ihr solltet diese Bretter auf doppelte Armlänge schneiden. Meine Armlänge, nicht eure. Es tut mir so leid, Fräulein Temba. Wenn ihr vielleicht etwas ausführlicher gewesen wärt. Nicht jeder ist so klein wie ihr. Was sollen diese Bretter hier nützen, der eine normale Größe besitzt? Es tut mir leid, Fräulein Temba. Es gibt bestimmt keinen ungeeigneteren Ort in Himmelsrand, um eine Mühle zu... Mein Geschäft geht den Bach runter. Mein Lehrling hört nicht auf. Hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, wäre ich schon längst aus Ivarstadt verschwunden. Was? Verdammt! Macht ihr Witze? Diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin. Wisst ihr was? Wenn ihr mir 10 ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt, bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population. Habt ihr mal gesehen, was Bären mit Bäumen machen? Sie springen auf ihre Hinterbeine und zerkratzen sie. Ich muss schon ganz Himmelsrand nach unberührten Bäumen in der richtigen Größe absuchen. Hallo? Das kostet zu viel Zeit und Geld. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte, Gwillin, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werdet das, was ihr werden wollt. Also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Und kommt es nicht allein darauf an? Ich hab's nicht. Lehren machen Fräulein Temba so wütend. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Mach ich. Jetzt aber, ich finde das Leben nicht armselig. Was sagt ihr, das ist armselig finde? Gut, dann würde ich sagen, aber danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall ganz gut abonnieren. Verpasst euch, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.